Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei einer Folge Sword of the Necromancer. Huch, was ist denn da passiert? Wieso hat der da auch mal so viel Ausdauer? Naja, es ist halt so gekommen, wie es ist. Ich bin halt nur eine Minute hier rumgelaufen und bin direkt gestorben. Ich dachte mir, ich wollte das auch aufnehmen und wollte direkt weiterspielen. Allerdings hat es jetzt ungefähr eine Stunde gebraucht, weil ich auch ein bisschen ungeduldig war, mich wieder bis hierhin zu kämpfen. Und in der Zeit habe ich auch ein bisschen mein Equip angepasst, was das anging. Ich habe jetzt sehr viele neue Gegenstände erhalten, wie man sehen kann. Zum Beispiel auch endlich mal ein Zauberbuch. Und jetzt kann ich solche Lichter abfeuern. Ich habe es auch schon extra geupgradet. Das ist jetzt ein Buch des Feuer, Eis und Licht, glaube ich, meine ich, war das jetzt. Na, geht doch. Und ist gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Zumindest so, wie ich es jetzt abgegradet habe. Es hat auch noch schöne, köstliche 5 Magie gekriegt. Was sehr zum Wohle tut. Mit dem Schaden vor allem her. Wie man auch sehen kann. Zum Teil ist es wirklich so ein Schlag und diese Gegner sind down. Es hat auf jeden Fall sehr gut getan, das zu tun und endlich ein Buch zu haben. Zumindest ein Magiebuch, wo wir ja schon erfahren haben, dass sie ja eine Magierin ist. Stärke. Naja, nee. Oh, okay, das war ja klar, dass das nicht klappt. Und ich fand es ein bisschen schade, aber eine Sache könnte ich mal ändern, endlich mal, bevor ich das jetzt so mache. Ach schade, ich kann es gar nicht tauschen. Ich wollte das jetzt eigentlich auf eine andere Taste legen. Ja, ich habe es echt versucht, mit Mühe und Not hier ohne irgendwie einen zweiten Versuch zu starten, hier durchzukommen, aber es hat nicht so gut geklappt, sind wir ganz ehrlich. Hm. Auch nicht? Ach, wo ist... Naja, du zauberst nicht. Na komm. Na komm. Mein Gott. Geht doch. Dass man immer so weit weggehen muss dafür. So, ich bin mal gespannt, wie es jetzt hier... Hey. Mann. Boah, sind hier viele Ritter. Was ist denn hier los? Ich zauber jetzt einfach, was das Zeug hält. Hat auch trotz allem funktioniert. Zum Glück. Ich hätte jetzt gern... Oh, hier ist aber irgendwo ein Gegner noch. Irgendwo ist hier noch einer. Wo bist du, Schlingel? Da ist der. So ein kleiner Goblin. Na komm. Ah, ist so ein Dungeon-Boss hier. So. Da habe ich jetzt einen Schlüssel erhalten, aber wie ich das immer gerne mache, schaue ich mich lieber nochmal hier gerne um. Vielleicht ist ja hier noch was Besonderes. Ich
Nein, du zauberst nicht. Der einzige Magier hier, der hier sein darf, bin ich. Wow, ich dachte schon, der trifft mich auch noch. Aber Level 12 ist jetzt ja nicht so viel. Vor allem, dass ich auch so wenig Leben habe. Ach du, ich wusste gar nicht, dass da noch einer ist. Das ist natürlich schön, dass sie direkt einmal so geradeaus durchgehen. Plus... Ne, den finde ich jetzt nicht so gut. Naja, ne, bisschen Leben hätte ich schon ganz gerne noch. Welchen Einweger haben wir denn noch? Wir haben noch da zwischen dem Boss den Pfad nach unten. Da werde ich jetzt als nächstes erstmal hingehen. Na, komm. So. Hier ist doch noch irgendwo ein Magier. Wo bist du? Ich habe dich doch da gehört. Da bist du. Na, ich gehe doch erstmal da lang. Ich dachte erst, ich könnte nochmal nach links gehen, aber ich gehe erstmal hier lang. Schön die Gegner mit Magie ausgeschaltet. Ich auch noch. Aber hier ist noch bestimmt ein kleiner Raum. Schön. Ein bisschen, ich finde den Trick gar nicht mal so schlecht, auch wenn er ein bisschen gemein ist. Aber die sind halt echt schwer. Na komm. Die sind echt manchmal schwer einzuschätzen, wie, wann die zuschlagen, finde ich zumindest. Na toll. Ist er down? Ja, ist er. Gut, dann haben wir den jetzt Teil hier auch erledigt. So, dann gehen wir jetzt mal nach links dahin. Ah, genau das hatte ich nämlich auch gedacht, dass ich da nach oben gehen kann. Ich hasse Goblins. Goblins sind einfach nur... Scheiße. Es sei denn, wir nehmen die von dem... von dem Anime, als er als Schleim wiedergeboren wurde. Den finde ich noch ganz gut. Na komm. Mein Gott. Ja, geht doch. Da wurden die jetzt auch ausgeschaltet und jetzt können wir zum Boss gehen. Oder habe ich noch irgendwas vergessen? Einmal kurz gucken. Ne, dann können wir zum Boss gehen. Bin nur gespannt, wie der Boss sich mit ihr schlägt. Weil eigentlich macht sie ja genau dasselbe wie die andere auch. Also die Tama. Allerdings, ja, sie hat ein bisschen mehr Magie. Wow. Hey. Whoa. Mist. Ah,
Da greife ich auch noch in die falschen Richtung an. Doch lieber so an. Ich hätte jetzt aber doch dennoch doch ganz gerne noch mein Leben. So. Mist. Da haben wir es doch geschafft. So, jetzt können wir endlich nochmal wieder den nächsten Teil der kleinen Story mitkriegen. So. Sesam, öffne dich. Ich glaube, ich habe... Ah, ich bin Level up gekommen. Dadurch habe ich ein Leben gekriegt. Ach, schön zu wissen. Gut, dann hören wir jetzt mal zu, was sie zu sagen haben. あなたは本当に手のかかる患者でした。 動くなと言ってもジタバタして、これでは治るものも治りません。あの戦闘で横っ腹に大きな切り傷ができてしまいました。絶対やばいな、この傷。あなたが思っているほど悪くはありませんよ。骨までは届いてません。だからほら、私にちゃんと治療をさせてください。 てか、修道場と踊り子と先生の上にお医者さんってか。前にも申しましたが、賢者様たちにいろいろ教えてもらったのですよ。というか、どこから出てきたんですか、踊り子は。へいへい、覚えてますよ。ただ、薬も教えてもらってたの知らなくってさ。あいって。 本当に何やってるか分かってるんだろうな。もちろんです。ですからこの塗り薬を。やめろ、痛んだよそれ。あっ、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 あ
魔女が本当に存在するんだったら、あんたはその真逆だと思うぜ。あら、ありがとうございます。でも、本当に魔女っているんですよ。前に話したネクロマンサーの話は覚えていますよね。ただのおとぎ話にしか聞こえなかったんだけどな。いいえ。 ノダムの先祖から授かった魔法を悪用し、神々に抗おうとする者はいます。ネクロマンサーもその一人です。多分中でも一番罪を犯しているでしょう。でも結構羨ましくならねえか、死者を生き返らせれるって。そんなことはありません。 神々の法則を破っているのですよ。どんなに辛くても、そうでなければいけないのです。すべてのことには始まりと終わりがあるのです。それが生きることの美しさだと思いませんか。いつか終わりが来るからこそ生きることに価値があるのです。今までずっと神殿に閉じこもってきて、 この旅が終わったらまた閉じこもる女祭司様がよく言うぜ。うわ、いった。今のわざとだろ。今のはあなたが動くからでしょ。もう少し特殊な方法で治療するしかありませんね。これが最後の手段でした。 思ったよりも傷が深く、感染してさらにひどくなる可能性もありましたので。何やってんだ、これも魔法か。お静かに。魔法で傷を治せるのか。はい、本来は 使ってはいけないのですが、これで少しは回復が早まるはずです。私の勇者様をそんな簡単に死なせはしませんよ。So, die letzte Ebene. Ich hoffe, ich schaffe sie auch. Mit am besten einen Versuch. Aber das werden wir in der nächsten Folge sehen. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Selberspielen, wenn ihr das noch nicht gespielt habt. Oder schon längst durch seid wahrscheinlich, zu dem Zeitpunkt. Und ich würde einfach mal jetzt mal sagen, schaltet beim nächsten Mal wieder ein bei Sword of the Necromancer. Bis dahin sage ich jetzt erstmal wieder Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Folge.